meine Lieben, hallo YouTube. Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um eine Oster-Mystery-Box von Karat Art. Ja, Karat Art hat um Osterzeit rum Pakete verschickt, also Mystery-Boxen angeboten. Und ich habe mir davon eine ausgesucht. Ich habe bisher nur den Karton aufgeschnitten und einmal kurz reingeschaut. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was für Bilder da drin sind. Also es ist quasi wie blind. Ja. Auf jeden Fall als erstes liegt hier so Sticker. Total süß. Eulensticker. Genau, Eulensticker mit Steinchen. Und Schiffchen. Also Toolkits. Toolkits sind auch mit dabei. Und eben die hier. Total süß auf jeden Fall. So, und dann sind hier drei Bilder drin und ich sehe noch was anderes. Ich sehe AB-Farben und Wachs. Oh ja, das kann ich gut gebrauchen. Einmal so richtig schöne rosane AB-Farben. Die 963. Und die 906. Und ganz viel Wachs. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. So, und dann haben wir noch drei Bilder hier. Ich hole mal alle raus. So. Ich schaue jetzt auch gar nicht, was für ein Bild das ist, was ich mir jetzt gegriffen habe. Die Leinwand ist auf jeden Fall nicht eingepackt. Ah ja, das ist ein Eichhörnchen, glaube ich, was gerade irgendwie hoch zur Eichel springt. Das kann man hier ganz gut erkennen. In dem Bild. Das ist ein Eichhörnchen, was nach oben zur Eichel greift. Ist auf jeden Fall ganz süß. Es ist sehr viel Grün damit bei. Ich bin ja nicht so ein Grün-Fan. Aber es ist trotzdem süß. Hier sind die Steine.
eckige Steine. Aber diese grüne Farbe geht noch, muss ich sagen. Und ein Toolkit ist damit bei. Richtig gutes Toolkit mit einer Pinzette und einem Squishy, Wachs und einem Mosterschüttchen. Ich weiß nicht, ob Aufsätze mit bei sind. Doch, ein Viereraufsatz ist mit bei. Ja, das war's zu dem ersten Bild. Kommen wir zum nächsten größeren Bild. Oh, ein schönes Haus. Ja, das ist auch ganz toll. Das gefällt mir auch gut. Wieder eckige Steine, sehr schön. Aber ich glaube, hier in dem Bild, so wie in dem anderen, sind keine ABs. Habe ich jetzt nicht gesehen. Hier ist das Vorschaubild. Ja, gefällt mir ganz gut. Diese abendliche Stimmung, das ist ganz süß. Ganz süß, ganz schön. Ja, kann ich mir auch vorstellen zu painten. Und dabei war wieder ein Toolkit. Weil in den Nicht-Künstlerbildern sind ja noch Toolkits vorhanden. So, und zum letzten Bild kommen wir dazu. Oh ja, das ist schön. Das ist der Jahreszeitenbaum. Ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist da drauf. Richtig cool.
So für zwischendurch, weil es ja auch nicht groß ist. 30 mal 40 ist das jetzt groß. Hat aber 38 Farben und das muss man erstmal schaffen. 38 Farben bei 30 mal 40. Das sind diesmal runde Steine. Und Toolkit mal mit bei. Ja, hier auch hier das Vorschaubild. Ja, gefällt mir auch gut. Ja. Würde ich auch painten. Finde ich auch toll. Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Das ging jetzt rucki-zucki, die drei Bilder auszupacken. Meine Pakete stapeln sich hier in meinem Zimmer. Wahnsinn. Karat-Art wird ein bisschen stärker mittlerweile als Diamond Art Club. Diamond Art Club ist auch, habe ich auch sehr viele von, aber Karat Art überholt schon fast. Muss man sagen. Weil ich finde Karat Art einfach so toll. Die Steine, also ich kenne bisher nur die Künstlerbilder und das eine Bild von den Nicht-Künstlerbildern, das ich angefangen habe. Aber ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Auf jeden Fall. Ja, finde ich die Qualität total toll bei Karat-Art. Und einfach der Fakt, dass sie so viele AB-Steine da reinpacken, das finde ich auch richtig toll. Da kommt das Bild immer noch mal richtig toll raus. Ja. Genau, das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es so kurz war. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend, je nachdem. Und lasst gerne Liebe da, gerne ein Like und ein Abonnement, ein Abo dalassen und dann gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer up to date seid, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, hab euch lieb und sage damit bye bye.